Ich habe da mal eine Frage. Und zwar, wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, welche Fächer bzw. welche Themen in Fächern man in der Schule lernen bzw. belegen muss, um durchzukommen? Ich meine, stellen wir uns das mal vor. Ein junger, aufstrebender Schüler. Der überlegt sich, oh, ich möchte etwas ganz Bestimmtes später im Leben machen. Und er arbeitet dann so eben darauf zu. Aber dann stellt er fest, in ganz bestimmten Fächern, vielleicht Chemie oder Physik oder so, das sind Themen, die brauche ich für den Beruf, den ich später vielleicht mal ergreifen will, nicht. Aber leider steht er vor dem schwierigen Punkt, dass er diese Sachen trotzdem lernen und in der Schule können muss, nur um sie dann später nie wieder anzuwenden. Also frage ich euch jetzt mal, was hat das für einen Sinn? Was hat es für einen Sinn, den Speicherplatz des Gehirns mit überflüssigem Zeug vollzustopfen, das man später garantiert nicht mehr braucht? Gut, einiges davon ist ja Allgemeinbildung. Ich meine, natürlich muss man wissen, ja, was ist denn nun 23 geteilt durch 7 oder sonst so ein Quatsch? Also damit man nicht an der Ladenkasse doof dasteht. Aber zum Beispiel muss nicht jeder unbedingt wissen, was ist denn jetzt nochmal die Flächenberechnungsformel eines Dreiecks? Naja, einige haben keine Schwierigkeiten damit, das alles unter einen Hut zu bringen, aber es gibt gewisse Leute, die speziell veranlagt sind und deshalb irgendwie Schwierigkeiten haben mit so einem Stoff. Also, jetzt, warum organisiert man nicht einfach das Schulsystem so oder beziehungsweise warum ist es noch nicht so organisiert worden, dass man sich, dass man sich schon relativ, also dass man schon ab einer bestimmten Klasse sich seine Interessen heraussucht und so guckt, was will ich später mal machen, was will ich später mal machen und dann danach seine Fächer richtet. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich würde gerne später Literatur studieren und vielleicht möchte ich dann selber mal ein Buch schreiben oder sowas. Welche Fächer muss er dann belegen? Also auf jeden Fall mal Deutsch. Dann vielleicht, wenn es ein speziell veranlagter Autor sein soll, Geschichte oder sonst da wie. Aber das entscheidet er dann eben selbst. Und dann konzentriert er sich auf diese Fächer und muss sich nicht mehr mit dem anderen Zeug rumschlagen, was er später nicht mehr braucht. Und wenn es jetzt Schüler gibt, die zum Beispiel Profi-Mathematiker werden wollen oder Physiker, Biologen, Chemiker, hey, Leute, macht was draus, klar. Die ganze Welt braucht Leute, die wissen, wie man einen Frosch von einer Kröte unterscheidet oder oder wie man denn nun die Newtonsche Formel auseinandernimmt oder sowas. Dann macht das ruhig als Beruf. Wieso auch nicht? Jeder, da gibt's Narrenfreiheit, okay? Ja, aber dann zwingt bitte, liebes Schulsystem, dann zwingt doch bitte nicht Schülern, die das nicht brauchen, dieses Zeug auf. Bitte, tut es nicht. Es ist langsam ein bisschen zu spät, das Schulsystem zu ändern, aber Veränderung hat noch keinem geschadet. Das hat der Mauerfall ganz gut bewiesen. Also, das ist jetzt natürlich eine persönliche Meinung. Wenn das hier irgendjemand sieht und da Kritik üben will oder sonst was dazu sagen will, dann tut's ruhig. Ich bin für jede Diskussion offen. Also, das ist meine persönliche Meinung. Ich hoffe, sie findet vielleicht Anklang. Schaut mal, was ihr draus machen könnt. Also, ich freue mich auf eventuelle Gleichgesinnte. Na, ich bin Verdeppert. Das ist meine Videoreihe. Bis dann.